Im zweiten Teil von meinem Resin-Diorama zeige ich euch heute, wie ich das Buch gegossen habe. Also zuerst habe ich mal angefangen, eine Form zu bauen. Dazu habe ich jetzt eine Plexiglasscheibe oder Acrylglasscheibe, könnt ihr auch nehmen, hergenommen und mit Heißkleber das Buch drauf fixiert und habe eine flexible Plexi-Scheibe genommen. Also ich weiß eigentlich gar nicht, wie man das richtig nennt. Das habe ich noch gehabt. Und habe das Ganze drauf fixiert und mit Stäbchen jetzt nochmal festgemacht, weil ich gemerkt habe, der Druck nach oben ist eigentlich zu hoch. Deswegen habe ich das Ganze jetzt nochmal fix gemacht. So sah das dann aus. Und jetzt bin ich noch hergegangen und habe mit Silikon nochmal alles abgedichtet. Zumindest habe ich das gedacht. Also, ich sag's euch. Ich habe noch nicht so viel Form gebaut, also seid gnädig mit mir. Ich habe jetzt erstmal angefangen, ein bisschen Harz anzurühren und dachte, das macht natürlich Sinn, das Ganze erstmal innen drin zu versiegeln. Einmal, dass nicht so viel Luft reinkommt und das andere Mal, dass wirklich noch Stellen, die offen sind, mit Harz versiegelt sind. Das heißt, ich habe das jetzt mit einem Silikonpinsel alles sauber eingestrichen. Und dachte, ich bin auch in jede Ecke mit reingegangen und habe das dann auch so aushärten lassen. Dazu habe ich das Epodex Pro System genommen, mit dem arbeite ich ja meistens. Also ihr seht, ich habe das jetzt auch da hinten reinlaufen lassen. Die Plexiglasscheibe habe ich jetzt nicht abgesägt, weil ich die auch mal für was anderes noch nutzen kann. Deswegen lasse ich die ganz. Und habe wirklich gedacht, ich habe alles ordentlich gemacht. Ja, und bin dann quasi am nächsten Tag hergegangen und habe dann mein Harz reingeleert. Es waren jetzt so rund 600 Gramm. Und ich war super gespannt, ob ich auch wirklich alles abgedichtet habe, weil Harz läuft einfach in jede Ritze. Und jetzt seht ihr, wie das hinten schon voll wird. Und im Moment ist alles noch im grünen Bereich. Und ich warte. Und ich merke da schon, es fängt an auszulaufen. Mist. Ja, dann habe ich gedacht, naja, vielleicht ist es auch nur ein bisschen und habe versucht, da noch mit Heißkleber gegenzuwirken. Aber wenn das einmal mit Harz benetzt ist, dann könnt ihr es vergessen. Also das war gerade für die Katze, das hätte ich mir sparen können. Das war eine panische Reaktion auf irgendwas. Habe dann beschlossen, ich leere das Harz einfach wieder raus. Ich habe ja gewusst, ich muss da wieder schleifen. Habe das Ganze abgeputzt. Ihr seht, Björn war auch mit dabei. Und habe dann überlegt, was ich mache. Und ich habe noch eine alte Matte. Und zwar habe ich doch mal eine Star Wars Lampe gemacht. Und die hatte ich da, die ist kaputt gegangen, weil sich eben das Silikon mit Silikon verbunden hatte. Und ich die dann quasi eingeschnitten hatte. Da haben wir jetzt gerade mal noch ein bisschen diskutiert, wie es weitergeht. Ich habe noch nicht so ganz gecheckt, woher das kam. Und dann habe ich gesehen, aha, Mist, ich habe es hinten nicht abgedichtet. Ich habe es hinten vergessen abzudichten. Und da seht ihr auch, der Harz reingelaufen. Also Silikon hergenommen, nochmal sauber abgedichtet, das Ganze erstmal ein bisschen das reingestrichen und fest werden lassen. Auch das Harz fest werden lassen. Also ich habe jetzt hier an der Seite nochmal Silikon reingemacht. Ihr seht, der kleinste Fehler ist eine Katastrophe, wobei ich dadurch natürlich auch wieder gelernt habe, wenn du eine Form baust, es muss einfach überall abgedichtet werden. Das dürft ihr auch nicht vergessen dann. Also ihr seht, durch solche Fehler lernt man das dann fürs nächste Mal. Dann habe ich beschlossen, ich nehme jetzt einfach die alte Matte her und ich klebe quasi mit dem nassen Silikon das Ganze auf diese Matte drauf. Und am nächsten Tag habe ich mir jetzt nochmal Harz angerührt und jetzt war klar, jetzt muss es einfach dicht sein, weil jetzt ist einmal überall schon Harz drinne und ich habe es noch mit Silikon nachgebessert. Wobei ich sagen muss, ich habe trotzdem, ich habe echt geschwitzt, weil ich hatte wirklich Bammel, dass es wieder so geht. Das andere Harz habe ich dann einfach in eine andere Form reingeleert und also nervlich war das natürlich schon super anspannend. Mir war es natürlich richtig wichtig, dass ich da hinten diese Rundung irgendwie hinbekomme, weil das sollte ja noch die Buchform behalten. Da habe ich ein paar Bläschen so rausgeklopft. Ja, dann hieß es warten. Also der mittlere Holzstab ist natürlich jetzt voll im Harz drinne. Das war klar, aber ich schleife ja da sowieso noch dran rum, deswegen war das auch gar nicht so schlimm. Wenn ihr eine glatte Oberfläche
wolltet, direkt beim Gießen, dann wäre diese Art natürlich nichts gewesen. Aber ich wollte natürlich jetzt auch keine eckige Form machen und so viel wegschleifen. Ihr wisst, ich bin Schwabe, ich möchte natürlich so viel wie möglich einsparen. So, da habe ich natürlich gewartet, ob noch irgendwo was rauskommt, ob alles fix ist, aber es hat richtig gut ausgesehen. Also, ja, meine Nerven sind da sehr angespannt gewesen. Da habe ich noch versucht, so einige größere Luftblasen rauszuholen. Das ist natürlich schwierig bei der Form, dass die nach vorne kommen. Also das Harz ist ja super gut selbstentlüftend, aber bei dieser Form kann es da hinten eigentlich gar nicht rauskommen. Das bleibt dann quasi an diesem Plexi hängen. So, eine Woche später, ich habe es direkt eine Woche härten lassen. Jetzt mache ich das Ganze weg. Und ja, bin mega gespannt, wie es rauskam. Und es war natürlich ein Kraftakt, gell? Ganz klar. Also das lange Acrylglas, das kann ich natürlich noch weiter verwenden. Das biegsame, das ist dann im Eimer gewesen, weil das seht ihr auch gleich. Wenn ich das so runterziehe, dann ist das auch völlig verbogen und alles. Da habe ich wirklich so ein bisschen mit Kräften hantieren müssen. Aber naja, ich habe ja im Prinzip alles da, was ich brauche. Und ja. Ach, das war wirklich, also ihr seht, ich habe da auch ein bisschen Unterstützung noch gebraucht zum Heben. Alleine ist das dann immer ein bisschen schwierig, aber so geht es natürlich ganz gut. Und ich habe jetzt versucht, mal so viel wie möglich vorher wegzumachen und bin dann natürlich an Schleifen gegangen. Das Brosystem ist nach einer Woche chemisch ausgehärtet, das heißt, da kann man schon anfangen mit Schleifen. Ich habe ja gewusst, was ich so im Plan habe. Da kommen ja nachher noch so Wellen rein. Ich wollte die Buchform nochmal nachschleifen. Das Holz musste natürlich raus hier. Und da ist das alles gar nicht so tragisch, gell? Also da muss man auch gar nicht ganz so penibelst arbeiten. Wenn ihr das natürlich auf Hochglanz schleifen wolltet, dann ist es natürlich noch mehr Aufwand. Aber ich habe ja gewusst, ich mache Wellen rein. Und von dem her konnte ich da auch ruhig ein bisschen grober rangehen. So. Ja, da habe ich einige Schleifhülsen gebraucht. Da habe ich auch einen kleinen Fehler gemacht. Da war noch ein bisschen Heißkleber dran. Das hat natürlich meine Schleifhülse direkt zugesetzt. Da hätte ich ein bisschen besser aufpassen können noch. Aber ja, es ging trotzdem. So, und jetzt hieß es natürlich Schleifen. Ja? Da ist natürlich auch die Schutzausrüstung wichtig. Ich brauche da mit der Hand, wo ich meinen Dremel für oder mein Multitool, kein Handschuh. Ich brauche da ein bisschen Gefühl drinne, aber mit der anderen Hand habe ich einen Handschuh. Mir ist das schon öfters mal passiert, dass ich versehentlich mal so über den Daumen drüber geschliffen habe. Das muss dann ja auch nicht unbedingt sein. Und natürlich eine Maske. Da gibt es spezielle Filter, die fürs Schleifen gut sind. Passt da auf jeden Fall auf, dass ihr da das Richtige habt, weil ja, eure Lunge braucht ihr halt noch. Und das ist schon ein sehr, sehr feiner Staub. Also, ich bin sowieso ein Fan von Sicherheitsausrüstung und das ist natürlich eben seine Entscheidung, aber ich finde gerade bei so Dämpfen und Staub und so, da muss man schon aufpassen. So, jetzt bin ich auch an die Rückseite hingekommen, wo mein Harz hereingelaufen ist. Das versuche ich da jetzt einigermaßen noch wegzukriegen. Wobei das letztendlich optisch auch wurscht wäre. Das ging jetzt eigentlich nur darum, dass ich nachher den Buchrücken wieder sauber rangeklebt bekomme. Deswegen habe ich da auch erstmal versucht, das meiste wegzumachen, dass es so von der Form her nachher passt. Weil ich das Buch ja so leicht, wie soll ich das sagen, aufgefaltet hinstellen wollte. Und wenn da natürlich eine Kante oder zu viel Material ist, dann kann ich es ja quasi nur gerade hinstellen. Also wisst ihr, wie ich meine, wie wenn es ganz aufgeklappt wäre. Und ich wollte es ja so leicht geknickt haben. So, das hat dann mit den normalen Schleifhülsen alles super funktioniert. Das ging also wirklich prima. Aber ihr seht, ja, solche Unfälle, dass das Harz rausläuft und so. Ich glaube, das hat jeder schon mal mitgemacht und dadurch entwickelt man sich auch weiter. Also, das war jetzt nicht so tragisch. Ich habe ja Gott sei Dank genügend Formen, wo ich dann das Harz reinlernen konnte. Und ja, weiß es das nächste Mal einfach besser. Gell? Ich habe an die Rückseite einfach so gar nicht gedacht. Vielleicht schreibt es mir mal in die Kommentare, ob das euch auch schon so gegangen ist. Und wenn ihr dabei seid, dann lasst mir doch ein Abo da und macht das Glöckchen an. Dann verpasst ihr keins meiner Videos. Denn nächste Woche zeige ich euch, wie ich das Ganze zusammenbaue. Und ihr dürft mir glauben, das wird auch nochmal spannend. Weil das habe ich mir leichter vorgestellt, wie es tatsächlich war.
So, da habe ich so eine Huppel drin gehabt. Das heißt, ich habe dann einfach mal angefangen, das noch sauber abzuschleifen und habe mir dann quasi ein Frästool hergenommen und habe angefangen, mal so die Vertiefung für den Arm reinzuschleifen und für die Schlange und habe dann noch die Wellen reingeschliffen. Hier habe ich das Papier, was ich ja mit Kaffee gefärbt habe, mal draufgelegt gehabt, um zu sehen, ob das überhaupt jetzt so drauf passt. So. Und dann habe ich beschlossen, noch kurzfristig, ich beleuchte das. Das heißt, ich habe mal so angefangen, Löcher zu bohren und habe mir eine Lichterkette reingesetzt. Die habe ich natürlich vorher getestet, ob alles funktioniert. Und habe das dann mit UV-Harz zugemacht. Da nehme ich auch wieder das von Pixie Crafting, weil das einfach super UV-stabil ist und es hat auch funktioniert. Jetzt klebe ich das Ganze ab, weil das Buch sieht ja noch viel zu neu aus. Also das muss ja auch, wie das Papier, alt und so ein bisschen abgegriffen und so... wie wenn es, ich sag jetzt mal, schon vor 200 Jahren oder so gemacht worden ist, aussehen. Also muss es auch noch angesprüht oder angemalt werden. Oh, jetzt habe ich das erstmal so weit fein abgeklebt mit Kreppband. Kreppband ist das sehr nützlich. Das hebt ausreichend, dass keine Farbe drunter geht. Lässt sich aber auch gut wieder ablösen. Jetzt habe ich erstmal angefangen, nur mit Ockerfarben das zu grundieren, sodass das grelle Weiß mal weg ist. Und bin dann nachher nochmal mit einem Braun drüber gegangen. So, und vor allem so an den Ecken und so zwischendrin. Die zweite Seite natürlich auch. Die dürfen wir nicht vergessen. Die kommt ja wieder ran. So, und dann ist natürlich wichtig, dass es nicht so regelmäßig ist. Also da dürft ihr ruhig so mit unregelmäßigen Bewegungen dran arbeiten. Und ja, wie gesagt, so Kanten und Ränder, die müssen dann noch ein bisschen dunkler werden. Schaut mal, das sieht doch jetzt schon viel echter aus. Genau. So. Und dann habe ich meine Seiten hergenommen. Die habe ich vorher mit so Kritzelkratzel, wie so alte Schrift, beschriftet, sage ich jetzt mal. Also es sind keine richtigen Worte, einfach nur so. Und das sah natürlich von der Farbe, das ist ja mit Kaffee gefärbt, noch nicht ganz so aus wie das Buch. Also bin ich da mit derselben Farbe nochmal drüber, über die Kanten, wie jetzt quasi über das Buch, dass das so ein bisschen besser passt. So. Und gerade hauptsächlich so an die Ränder. Weil das sind ja meistens die, die am schnellsten nachdunkeln, weil die ja auch oft angefasst werden und so. Und das habe ich natürlich mit den Seiten auch so gemacht. So. Ja, dieses Kritzelkratzel, ich habe eigentlich gar nicht so richtig gewusst, soll ich es richtig ordentlich beschriften oder nicht. Na, ich gedacht so, nee, so alte Schriften sehen doch meistens so aus, dass man sie gar nicht mehr lesen kann. Also habe ich einfach einen Fineliner hergenommen und habe angefangen, irgendwas drauf zu kritzeln. Das war ein Versuch, das hätte auch schief gehen können, dann hätte ich nochmal von vorne angefangen. Aber so fand ich jetzt eigentlich, das kann man schon so lassen. Das soll ja auch nur so andeutungsweise so wirken. So, die zweite Seite natürlich auch. Vor allem die Ränder. Das war natürlich ein bisschen tricky, weil da die Luft eben ja auch mit, ja, eine Rolle spielt. Ihr seht, das Blatt muss man ein bisschen festhalten. So. Ja, mit so einer Airbrush kann man natürlich schon viel machen. Da haben natürlich bei sowas, ist natürlich mit einer Sprühdose schwierig, weil die zu viel Druck haben. Ja? Mit einer Airbrush könnt ihr das ein bisschen besser regulieren mit der Luft. Aber ihr könntet das zum Beispiel auch einfach mit einem Schwämmchen machen. Ja, also das nicht zu nass machen, sondern die Farbe verdünnen und dann das Schwämmchen reintun und vorher gut ausdrücken und dann mit der Restfarbe vorsichtig übers Blatt gehen. So wäre das als Alternative, wenn ihr keine Airbrush habt. Also es ist auch dann möglich. So. Da nochmal schauen. Genau. So, dann habe ich mir ein Stück Kunstleder hergenommen und habe das Ganze auf meinen Buchrücken geklebt. Also vorher ungefähr die Größe zugeschnitten. Plus, also ich glaube, ich habe so 2 cm drumherum hergenommen und ein ganz einfacher Bastelkleber. Habe dann, ihr seht, so eine Kordel genommen, habe da Stücke ausgeschnitten und habe mir die hinten auf dem Buchrücken draufgeklebt, damit es nachher auch so optisch alt aussieht. Ja? Und bin dann hergegangen und habe noch ein bisschen Bastelkleber dazu genommen, es eingestrichen und dann dieses Kunstleder draufgeklebt. Genau, das Ganze
gut nachfahren und ja auch antrocknen lassen. Und dann könnt ihr anfangen, quasi die Innenseite oder das in die Innenseite reinzukleben. Das heißt, ich habe hier die Kanten einmal abgeschnitten. Ja, mit der Schere ging es dann doch ein bisschen einfacher. So. Und dann auch hier wieder Bastelkleber genommen und das Ganze nach innen geklebt. Hier war das ein bisschen knapp. Da habe ich gemerkt, das hebt gar nicht so richtig gut. Dann habe ich das mit dem Holzhammer versucht. Naja, man nimmt halt das, was man gerade so da hat. Und habe dann beschlossen, ich fixiere das einfach mit Kreppband und lasse das so trocknen. Ja, und so hat es auch funktioniert. Das war dann eine ganz coole Technik. Das habe ich dann hier direkt auch wieder so gemacht. Und hier und da nochmal abgeschnitten. Da habe ich gemerkt, also wenn das zu klein ist, der Rand, dann das, da ist schon sehr viel Druck drauf. Dann ist das natürlich schwierig, gell, mit dem Heben. Und natürlich oben und unten genau dasselbe. Da müsst ihr es nochmal einschneiden für den Buchrücken. Und dann habe ich es wieder ein bisschen festgeklopft. Nur nicht so arg, weil sonst bricht die Kante. Da muss man auch echt aufpassen. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe es einfach mal ausprobiert. Und habe gedacht, naja, das wird schon irgendwie gehen. Und hatte echt Glück, dass mir die Kante nicht gebrochen ist, wo ich da mit dem Hammer drauf geklopft habe. Wobei ich sagen muss, ich komme ja, also ich habe ja in der Orthopädie-Schuhtechnik lange gearbeitet und weiß auch so, wie man Schuhe macht und so und weiß da natürlich ein bisschen über Leder Bescheid. Und von dem her war ich da natürlich schon vorsichtig. Jetzt, wo das Ganze quasi einigermaßen angetrocknet ist, hatte ich mir was ausgeplottet und entgittert. Das habe ich auch entworfen. Also der Rahmen, den gab es fertig in meinem System. Und habe das natürlich mit Gold gemacht und habe gedacht so, naja, das probieren wir mal. Vorher habe ich auf ein Stück Kunstleder probiert, ob ich da überhaupt was aufbügeln kann oder ob das schmilzt drunter. Aber das hat gut funktioniert. Allerdings ist es natürlich echt ein bisschen eine Fisselarbeit gewesen, bis das alles ordentlich gehoben hat und man darf dann nicht mit zu viel Druck arbeiten, weil sonst die Maserung rausgeht, aber wenn man zu wenig Druck nimmt, dann hebt es eben nicht. Ja? Und so, habe ich da schon bestimmt, ja, ich glaube 45 Minuten dafür gebraucht, dass es drauf war. Aber letztendlich hat es auf jeden Fall geklappt und es ging dann auch drauf. So, also ihr seht, ich bin da sehr am Rumfriemeln und zwischendrin auch mal kurz der Verzweiflung nahe gewesen, weil ich gedacht habe, jetzt hat alles soweit geklappt und jetzt scheitert es an diesem Ding. Aber was soll ich sagen, es hat dann doch geklappt, Gott sei Dank. So, der Rahmen sah natürlich im Verhältnis jetzt zum Buch auch sehr, sehr, sehr neu aus. Das heißt, da musste ich auf jeden Fall dann auch nochmal ran. Solche Gedanken macht man sich dann erst, wenn, ich habe soweit alles durchgeplant im Kopf. Ich schreibe dann für solche große Projekte, mache ich mir dann quasi auch so eine Art Bauplan und wann was zu machen ist und was am sinnvollsten ist, weil manchmal, ja, da kann man also nicht ganz so intuitiv arbeiten. Das ist schon wichtig, dass man sich da einen Plan macht. Aber solche Sachen, wie dass das dann nicht richtig hebt und dass es so lange dauert und so, das kann man natürlich nicht berücksichtigen. Das merkt man natürlich dann, wenn es soweit ist. Und ich hatte auch nicht berücksichtigt, dass das natürlich niegelnagelneu nachher aussieht. Ja? Also da habe ich auch dann spontan entschieden, dass ich das quasi noch, ja, sagen wir mal in Anführungszeichen, dreckig mache oder abgegriffen mache. Ja? So. Ihr seht, ich habe ganz schön kämpfen müssen. Aber es hat dann geklappt. Genau, wie es weitergeht, seht ihr auf jeden Fall nächste Woche Samstag im letzten Teil von der Serie. Wie gesagt, ich habe da echt einen Dreiteiler draus machen müssen. Ich habe auch hier das echt aufs Minimum runtergeschnitten, also noch weniger wäre kaum gegangen. Aber ihr seht, es war einfach sehr viel Arbeit und ich wollte euch auch nichts vorenthalten. Seht ihr hier am Rücken, da hat es ein bisschen besser funktioniert. Da habe ich dann auch noch was drauf gemacht. Und ja, ich freue mich, dass wir uns nächste Woche am Samstag wiedersehen und wünsche euch bis dahin eine wunderschöne und kreative Woche, ihr Lieben.